Hi, hier ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen Erfahrungsbericht mit dem brandneuen ZenBook Duo von Asus zeigen. Dabei möchte ich mein Hauptaugenmerk auf das zweite Display legen, das vor allem für Videoschnitt, Gaming oder auch Grafikerstellung super geeignet ist. Ich habe hier übrigens die Variante mit 14 Zoll Display, Intel Core i7 und 16 GB Arbeitsspeicher vor mir liegen. An dieser Stelle erfolgt noch der ganz kurze Hinweis, dass Asus mir das ZenBook Duo zur dauerhaften Nutzung überlassen hat und daher dieses Video als Werbevideo gekennzeichnet wurde. Nichtsdestotrotz entspricht das, was ich hier sage und wie ich das Notebook beurteile, ganz meiner Meinung. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Bevor wir das Notebook näher beleuchten, möchte ich am Anfang ganz kurz die technischen, etwas staubtrockenen Daten abhaken. So haben wir hier eine Intel Core i7 CPU, 16 GB DDR3 RAM und eine Nvidia GeForce MX250 Grafikkarte verbaut. Beim internen Speicher liegen 1 TB vor und die Kommunikation mit der Außenwelt wird per Wi-Fi 6 oder Bluetooth 5.0 hergestellt. Im Lieferumfang befindet sich unter anderem ein 65 Watt Netzteil und ein digitaler Stylus. Auf der rechten Gehäuseseite gibt es ein Mikrofon, den MicroSD-Kartenleser, Klinkenanschluss und einen vollwertigen USB-Anschluss 3.1 der ersten Generation. Auf der linken Seite finden wir den Port für das Netzteil, vollwertigen HDMI-Zugang, USB 3.1 der zweiten Generation und USB-C ebenfalls 3.1 der zweiten Generation. Des Weiteren gibt es auf der Vorderseite oberhalb des Displays eine Infrarotkamera, die im Zusammenspiel mit Windows Hello das Notebook auch bei vollständiger Dunkelheit entsperrt. Die Lautsprecher wurden übrigens von Harman Kardon getuned, sodass wir auch dahingehend guten Sound erleben dürfen. Und in der Tat, der Sound der Stereo-Speaker ist echt gut. Kommen wir damit auch schon zum Star dieses Gerätes, nämlich dem Display bzw. den Displays. So hat Asus hier nicht nur ein Display verbaut, nämlich das Hauptdisplay mit 14 Zoll Diagonale und einer Auflösung in Full HD, sprich 1920x1080 Pixel, sondern auch ein zweites Display, das Asus auf den Namen ScreenPad Plus getauft hat. Das ScreenPad Plus hat dabei eine Diagonale von 12,6 Zoll, wobei hier die Möglichkeit besteht, Eingaben auch per Touch oder Stift vorzunehmen. Eine Touch-Eingabe auf dem Hauptdisplay ist bei diesem Modell nicht möglich. Hintergrund dieses zweiten Displays ist die Tatsache, dem Nutzer einen möglichst angenehmen Workflow an die Hand zu geben, sei es bei alltäglichen Arbeiten oder auch bei Produktivität, sowie beim Schneiden von Videos. Doch bevor ich auf die Möglichkeiten des ScreenPad Plus komme, hier ein ganz kurzes Wort zum Hauptdisplay. Entgegen des größeren 15 Zoll Gerätes besitzt das ZenBook UX481 leider nur ein IPS-Display. Obwohl ich auch hier lieber ein OLED-Display gesehen hätte, sind Farbwiedergabe, Helligkeit und Blickwinkel auf einem guten bis sehr guten Level. Nun aber zum ScreenPad Plus. Mit dem ScreenPad Plus habt ihr unzählige Möglichkeiten zu interagieren. Dieses Display dürft ihr aber dabei nicht als eigenständiges Display sehen, sondern als Display, was den Hauptbildschirm ergänzt und in direkter Kommunikation mit diesem steht. So gibt es zum Beispiel die Option View Max, die den Bildschirminhalt auf beide Displays ausbreitet und so dem Nutzer einen einzigartigen Blick auf Anwendungen, Webseiten oder sonstiges gibt. Über den Launcher, der auf der linken Seite des ScreenPad Plus sitzt, können unter anderem Helligkeitseinstellungen vorgenommen, es können mehrere Anwendungen mit nur einem Touch geöffnet oder auch weitere Anwendungen zum ScreenPad Plus hinzugefügt werden. Alle hier abgelegten Anwendungen werden dementsprechend im zweiten Display geöffnet. Das kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel auf dem Hauptdisplay arbeiten und im ScreenPad Plus weitere Informationen, wie zum Beispiel zum Wetter, Uhrzeit oder auch Musiksteuerung angezeigt bekommen möchte. Ein Wechsel oder Minimieren von Anwendungen auf dem Hauptdisplay und der damit einhergehenden, eingeschränkten Usability ist daher nicht mehr vonnöten. Wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, eine Anwendung vom Hauptbildschirm auf das ScreenPad Plus ablegen zu wollen, so zieht entsprechend die Anwendung über das Display, es öffnet sich ein kleines Action-Menü und nun könnt ihr die App direkt auf das zweite Display ablegen, dem Launcher hinzufügen oder die eben erwähnte View Max-Funktion ausführen. In den letzten Tagen habe ich, neben dem reinen Video-Editing, vor allem zwei Funktionen genutzt. Zum einen habe ich mir eine Gruppe von Apps zusammengestellt, die ich zum Beispiel beim Skripten meiner Videos benötige. So habe ich mir mit Spotify, Google Docs und Twitter Anwendungen zusammengestellt, die ich mittels der Task Group-Funktion mit nur einem Touch öffnen kann. Während ich im oberen Fenster in Google Docs arbeite, läuft im zweiten Display Spotify und ich kann zusätzlich Twitter checken. Wenn ihr im ScreenPad Plus allerdings andere Apps sehen möchtet, dann hilft euch die Organizer-Funktion, bis zu 3 Apps nebeneinander abzulegen.
Falls ihr dann noch einmal sehen möchtet, welche Anwendungen bereits geöffnet sind, nutzt App Navigator, um euch im ScreenPad Plus einen Überblick zu verschaffen, Anwendungen zu schließen oder direkt zu wechseln. Damit möchte ich auch schon auf meinen zweiten Use Case eingehen, nämlich dem reinen Video Editing. Bisher ist es so, dass ich entweder einen Desktop mit bis zu zwei Bildschirmen oder einen großen Curved nutze. Hintergrund ist hier, dass ich mir meine Fenster in Premiere Pro so anordnen kann, dass ich nicht nur Zugriff auf alles Wichtige habe, sondern auch alles Relevante sehe. Bei herkömmlichen Notebooks klappt das leider nicht, denn hier müsst ihr den Spagat zwischen einer kleinen Vorschau oder Timeline, keinem Farbkorrekturfenster und so weiter treffen. Fenster öffnen, minimieren, schließen. All das macht nicht wirklich Spaß und ist mit dem ZenBook Duo passé. Hier habe ich mir die Timeline in das Zwei-Display gelegt. Hier füge ich Audio- und Videodateien hinzu, schneide entsprechende Clips und nehme Farbkorrekturen vor. Im oberen Display, also dem Hauptdisplay, habe ich nun Platz für meine Effekte, Vorschau des Videos und meine Projektdaten. Natürlich kann ich mir hier auch die einzelnen Fenster je nach Belieben größer oder kleiner ziehen. Damit fällt das ewige Hin- und Hergeschiebe von Fenstern nun weg. Zu guter Letzt könnt ihr das Zwei-Display aber auch als Schreibhilfe benutzen, da es einen Support für den mitgelieferten Stift bietet. So können Gedanken schnell als Notizen festgehalten werden. Hinzu kommt, dass sich der Stift auch super beim Video-Editing geschlagen hat. Kommen wir damit auch noch einmal auf die Performance und Akkulaufzeit zu sprechen. Zu Testzwecken habe ich mir dazu einen noch recht aktuellen Shooter und ein Rennspiel geladen. Bei beiden Spielen war es dabei möglich, auf einer Detailstufe der Grafik von mittel bis hoch zu zocken, ohne dass ich dabei merkliche Einbrüche beim Spiel bemerkt habe. Die Auflösung wurde beim Shooter allerdings auf HD begrenzt, da es ansonsten zu Rucklern kam. Beim Rennspiel lief es auch in hoher Detailstufe ohne Probleme. In 3D Mark erreichte die verbaute MX 250 Grafikkarte einen Wert von 14.319 Punkten im Cloud Gate und 83.248 Punkten im iStorm. Im Cinebench R20 Benchmark konnte ich aus dem i7-10510U 1807 Punkte herausholen. Die verbaute Samsung SSD liefert im AS-SSD Benchmark Lesezeiten von 2840 MB die Sekunde und 1394 MB die Sekunde beim Schreiben. Da dies aber nur theoretische Werte für mich sind und nicht meinem Arbeitsalltag entsprechen, habe ich auch das Rendern beim 4K-Video-Editing gemessen. So war es für mich erst einmal super, dass während eines Projektes die Vorschau meines Videos flüssig gerendert wurde und dabei ein 7 Minuten 4K-Video mit Color Grading, Stabilisierung und 12 GB Footage in 18 Minuten gerendert wurde. Zum Vergleich, mein Desktop-Tower mit Intel Core i7-6700 CPU schafft es auch nur in 14 Minuten. Bei der Akkulaufzeit möchte ich euch zwei Werte an die Hand geben. Zum einen erreichte ich im dauerhaften Videoschauen eine Laufzeit von 16 Stunden. Dabei schaute ich über WLAN Netflix und hatte die Helligkeit und Lautstärke auf 50% gepegelt. Im reinen Videoschnittbetrieb von 4K-Material im Akkumodus, 50% Helligkeit und einer Zielbitrate von 20 MB die Sekunde kam ich auf einen Wert von 90 bis 100 Minuten. Unterm Strich ist das ZenBook Duo UX481 ein Notebook, das außergewöhnlich ist. Dabei bedingt das außergewöhnliche Aussehen auch den außergewöhnlichen Workflow, den man in dieser Art und Weise nirgends anders bekommt. Das Aussehen ist sicherlich Geschmackssache und am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, doch dürfte dieser Punkt für Creator eher zweitrangig sein, wenn man erst einmal den deutlich besseren Workflow schätzen gelernt hat. Das Display war durchaus gut, obwohl ich auch hier lieber ein OLED gesehen hätte wie im großen 15 Zoll Modell und die Performance der Grafikkarte, CPU und SSD war genau so, wie man es von diesen Komponenten erwartet hat. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes zum Asus ZenBook Duo UX481 und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder einen Kommentar hinterlasst und vor allem bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.